Günstig gebucht, aber teuer bezahlt? Los geht's mit den Tricks der Autovermietungen. Und zwar mit dem Aufschwatztrick. Im Internet haben wir auf einem Suchportal für Leihautos einen Mittelklassewagen gebucht. Unser Paket, ein PKW der Kombiklasse, für 3 Tage mit unbegrenzten Kilometern und einer Vollkaskoversicherung. Für insgesamt 209,44 Euro. Doch am Schalter läuft es dann meist anders als gedacht. Wir wollen uns mit versteckter Kamera einen Eindruck verschaffen, wie die Anbieter wirklich vorgehen. Sie haben eine Selbstbeteiligung von 950 Euro. Sollen wir die für 23 Euro pro Tag auf Null setzen? Okay. Brauchen Sie ein Navi? Schadet nicht. Wenn Sie den Wagen doch nicht getankt zurückbringen, füllen wir für Sie auf. Was kostet das? Das ist der tagesaktuelle Spritpreis. Auch uns schwatzt die Mitarbeiterin einiges auf. Okay, das heißt also, ich habe fürs Navi, für eine Zusatzversicherung und für einen Standortzuschlag, den ich ja eigentlich schon bei der Buchung angegeben habe, habe ich insgesamt 125 Euro mehr gezahlt. Das ist schon krass. Vor allem die Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung ist richtig teuer. 23 Euro pro Tag sind dafür fällig. Mit dem Navi und einem Ortszuschlag sind es am Ende exakt 123 Euro mehr als online. Das macht fast 60% Aufschlag zum Online-Preis. Den Leihwagen nehmen wir, wie fast immer bei Autovermietern, in einem Parkhaus entgegen. Und los geht's. Was genau es mit dem Aufschwatztrick auf sich hat, wollen wir von Frieda Bechtel erfahren. Er ist Pressesprecher beim Suchanbieter billigermietwagen.de. In der Mietwagenstation ist immer viel los. Da wollen die Leute eben, dass man da auch nicht zu viel Zeit verbraucht, dass der hinter einem auch schnell drankommt. Man selber ist vielleicht in Eile und deswegen ist man geneigt, da halt schnell Ja zu sagen, wenn die einem Fragen stellen. Und deswegen sagen wir halt immer, man soll halt wissen, was man gebucht hat und im Zweifel immer Nein sagen zu diesen Extras. Die Mitarbeiter der Autovermietungen kassieren für jedes Extra eine Provision. Wie viel genau? Das ist streng geheim. Daher der Tipp, wer ein rundum sorglos Paket bucht, zahlt weniger als später am Schalter. Gezahlt wird meist mit Kreditkarte. Da ist der nächste Trick verborgen. Und zwar die Kaution. Rund 300 Euro Kaution sind für einen Mittelklassewagen angemessen. Im Netz, vor allem an Flughäfen, sehen wir jedoch vierstellige Beträge. Wer das nicht vorstrecken kann, hat ein Problem. Wir unterstellen schon, dass die Vermieter das absichtlich machen, um das Kreditkartenlimit zu überreizen. Denn wenn ich jetzt einen Flug gebucht habe in mein Hotel für Sardinien oder Mallorca, dann habe ich nicht noch immer 3.000 Euro Limit auf meiner Kreditkarte. Und wenn ich dann so eine absurd hohe Kaution stellen soll, dann wird halt das Kreditkartenterminal sagen, nein, Limit erschöpft. Wenn das Kreditkartenlimit nicht hoch genug ist, muss eine teure Zusatzversicherung her. Ohne die gibt's auch keinen Leihwagen. Deswegen bei der Buchung unbedingt auf die Kautionshöhe achten. Dazu kommt, in den Ferien und an langen Wochenenden sind Leihautos meist besonders teuer. Richtige Preistreiber sind Einwegmieten mit unterschiedlichem Abhol- und Rückgabeort. An Bahnhöfen und Flughäfen fallen zudem saftige Ortszuschläge an. Selbst das Wetter ist mitentscheidend. Bei schönen Aussichten steigt auch die Nachfrage. Daher lieber die 14-Tage-Wetterprognose bei der Suche mit einkalkulieren. Wer einen Wagen entgegennimmt, landet meist im Parkhaus. Einem engen Parkhaus. Schrammen sind da schnell im Lack. Wichtig, alle bereits vorhandenen Schäden, die größer als eine 2-Euro-Münze sind, müssen im Mietvertrag erfasst sein. Sonst droht der alte Kratzer-Trick der Autovermieter.
Das Problem dabei, der Vermieter will einen bereits vorhandenen Schaden, den der ahnungslose Kunde bei der Abholung übersehen hat, im Nachhinein in Rechnung stellen. Wenn man hier mal guckt, muss man immer unterscheiden, haben wir Dreck, wie hier zum Beispiel, das ist halt da drauf gespritzt. Aber wenn wir dann hier rüberkommen, das ist eine Verformung, also hier kann man einen Schaden annehmen. Das ist halt relativ klein und da hängt es dann halt von der Laune des Mitarbeiters von der Autovermietung ab, ob er das bemängelt. Die Lösung, einmal um den Wagen herumlaufen und jeden Schaden mit dem Vermieter gemeinsam in den Vertrag aufnehmen. Das kostet zwar Zeit, doch der Aufwand lohnt sich. Sonst wird eine Delle schnell teuer. Also generell empfehlen wir, Vollkasko mit Erstattung der Selbstbeteiligung zu buchen. Das kostet 3 bis 5 Euro pro Tag mehr als mit Selbstbeteiligung. Und dann bin ich geschützt. Noch ein Tipp vom Experten. Den Wagen rundum mit dem Smartphone abfilmen. Wenn die Handytaschenlampe im düsteren Parkhaus nicht ausreicht, dann lieber direkt nach der Ausfahrt bei Tageslicht wiederholen. Der alte Kratzertrick ist meist jedoch nur im Ausland relevant. Und wer kennt es nicht? Nach dem Roadtrip im Urlaub sieht der Wagen oft richtig mitgenommen aus. Genau hier lauert der vierte Trick der Autovermieter, der Drecktrick. Ein Trick, den oft Vermieter im Urlaubsland anwenden, denn für die Reinigung kommen Extrakosten dazu. Es gibt einzelne Fälle, wo die Autovermieter die ganze Reinigung als Option gesagt haben, von wegen entweder du putzt selber oder du zahlst halt eine Gebühr. Aber das ist wirklich ein Einzelfall. Also in aller Regel ist eine normale Grundreinigung im Preis enthalten. Tipp, sollte aber nach einem Waldausflug der Wagen besonders dreckig sein, dann doch lieber davor saugen und waschen. An der Tankstelle wartet auch der fünfte Trick der Autovermieter. Unseren Mietwagen haben wir mit optionaler Tankfüllung erhalten. Den Preis dafür hat der Anbieter bereits auf der Kreditkarte geblockt. Dreiste Anbieter verlangen aber häufig saftige Preise pro Liter Sprit. Gerne mal das Dreifache vom Preis an der Zapfsäule. Der Autovermieter geht davon aus, dass er den Wagen voll zurückbekommt. Jetzt guckt er rein, sieht, der ist nicht voll getankt. Dann muss er außerplanmäßig einen Mitarbeiter losschicken, den Wagen zur Tankstelle volltanken, wieder zurück. Dann hat er diese Personalkosten, hat den Ausfall des Autos, weil es erst später wieder in die nächste Miete reingeht. Und das lässt er sich halt bezahlen vom Kunden. Vorsicht ist auch dann angesagt, wenn es bei der Miete heißt, gleicher Tankstand bei Abholung und Rückgabe. Ist der Wagen zu Beginn nicht voll getankt, muss man schon sehr genau rechnen, um auf den Ausgangspunkt zu kommen. Der Kunde zahlt meist drauf. Daher immer auf die Voll-Voll-Regel pochen. Richtig dreist wird es beim Navi. Immer sagen, brauche ich nicht. Das ist nämlich in fast jedem Wagen verbaut. Zur Not tut's das Smartphone. Ansonsten gilt ein selbstbewusstes Auftreten. Ja, wir haben so die Beobachtung gemacht, dass die Mitarbeiter von den Stationen eine sehr gute Menschenkenntnis haben, dass sie darauf vielleicht auch geschult werden und dann halt auch einfach gucken, wie kommt der Kunde da an. Hat er dann halt gerade nicht so im Kopf, was für eine Versicherung habe ich eigentlich gerade? Und auf die gehen die gezielt. Fazit? Buchungsbestätigung zur Abholung ausdrucken. Online sind Serviceleistungen meistens günstiger als am Schalter. Am Flughafen und am Bahnhof kommen noch 24% Serviceaufschlag drauf, auch auf spontan gebuchte Extras. Daher lieber zu einer normalen Ausleihstation fahren, dann kann die Fahrt mit dem Mietauto entspannt beginnen.